Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Phantasmagoria. Die letzte Folge. Sie war sehr blutig. Wir haben gesehen, wie zwei von den vier Ehefrauen von Soltan auf brutalste Art und Weise ermordet wurden. Und wir wissen jetzt über eine Seance oder durch eine Seance darüber Bescheid, dass Soltan von einem bösen Geist besessen war, der jetzt wieder befreit wurde. Natürlich von wem? Von uns selber. Was wird wahrscheinlich die grüne Giftwolke gewesen sein, die losgegangen ist. Jedenfalls, diese Wolke sucht sich wieder einen neuen Wirt. Wir ahnen schon, wer es sein wird oder sogar ist. Unser Ehemann Don, um eben halt wieder hier wüten und treiben zu dürfen. Nichtsdestotrotz, wir sollen, wenn ich das richtig noch verstanden habe, den Drachen finden, der uns den Weg zeigen wird. Ich weiß noch nicht, wo der ist, was der ist, warum der ist. Aber ich denke mal, der beste Weg ist erstmal wieder. Was ist das? Da war doch gerade eben Geräusch. Wahrscheinlich ist immer noch Geräusch. Und das ist die fehlende Tonspur aufgrund der Emulation der Soundkarte. Genau, wir sehen es jetzt. Das Cembalo spielt. Dum, dum, dum. Und es ist immer noch Geräusch. Sehr viel Geräusch. Wir gucken mal. Da ist das Geräusch wieder. Was ist das hier eigentlich? Da sind doch Drachen drauf, oder? Die Tür ist abgeschlossen. Hatten wir schon mal. Mist, verschlossen. Genau. Wir haben hier echt noch nie die Schlüssel benutzt. Der geht nicht. Nein, oder? Lass den nicht passen. Dann passt nicht. Gut. Okay, hat nicht gepasst. So, dann haben wir hier das Absinth. Mein Gott, hat Don davon etwa getrunken? Ist sie alle oder was? Ein bisschen war noch drin, ne? Sie hat ja so mit dem Finger runtergezeigt. Okay. Achso, wir wollten ja noch einen Spiegel gucken. Letzte Folge hatte ich das angekündigt. Genau den. Es geht noch nicht automatisch. Ich speichere erstmal ab. Ich habe keine Lust zu sterben. Und das wäre dann die dritte Ehefrau, beziehungsweise die vierte eigentlich schon, ne? Nicht der Ton weg. Na, na, wen haben wir denn da? Dann, mein lieben Mann, das für dich. Dein Gott ist teuer.
Oh. Habt ihr gesehen? Der Flaschenhals steckte im Kopf. Oh, allein der Gedanke. Oh, ist erschrecklich. Spiechern. Hier ging's bloß hin, Dings, ne? Oder? Ja. Das war bloß der Schuppen. So, hier haben wir den draußen gehabt, ne? Was ist hier? Warum wird das explizit gezeigt? Das Kind? Die Katze? Ist es die Katze? Ich glaube nicht, dass Cyrus das war, oder? Wobei die Nachricht war ja, traue niemanden, ne? Wir sind bei dir, wir helfen dir. Das alles nur, weil sie für ein Schnäppchen, für ein Apfel und ein Ei so ein hübsches Haus gekauft haben. Ach Mensch. Und wir sind schon ganz schön weit, habt ihr das gesehen? Tja. Da brauchen wir nicht weiterhin. Da können wir meines Erachtens nichts reißen, da kriegen wir nichts auf. Die Musik läuft auch nicht mehr. Also, Rundgang durchs Haus. Wir müssen irgendwo den Drachen finden oder so, ne? Die Frage ist, wo? Nee. Wobei, wartet mal. Wobei? Kleinen Moment mal kurz. Nee, da nicht. Und zwar... Gibt's doch hier... Was ist das? Der war vorher nicht da, der war vorher in der Ecke. Genau da, ja. Was ist das? Ja. Ach, der Drache. Okay. Toll.
Okay, dann gucken wir mal. Nee, da ist der Drache. Oh. Oh mein Gott, ein Geheimschalter. Mhm. Nur geh rein. Oh. Oh oh. Was ist das da? Und wo sind wir jetzt gerade? Wieso ist das alles... Okay, hier kommen wir wieder raus. Und wieso ist das alles in diesem Haus drin, ne? Okay, was ist das hier? Hier kommen wir wieder raus. Was ist das? Ein Fahrstuhl? Was ist das da unten? Zigarette. Hier geht's bloß wieder hoch. Mal gucken, was passiert hier hinten. Da ist nochmal ein Fahrstuhl. Oder wie? Noch weiter nach unten. Das ist hier ein komplettes Geheimgangssystem in diesem Haus. Wann wurde denn das gebaut? Da geht's lang. Oh Gott. Da ist ein Knopf, hä? Okay. Sieh mal einer, guck. So, wie kommen wir da? Da, ne? Sieh mal einer an. Dann gehen wir mal alle Wege hier durch, die wir finden. So viel zu Geistern, ne? So, hier geht's bloß so durch. So, von dort sind wir gekommen, ne? Einmal so lang. Ach. Guck mal an. Nee, was ist das denn? Oh. Hier gibt's keinen Knopf. Das ist wahrscheinlich hinter der verschlossenen Tür, oder? Und? Lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Das ist doof. Ja, genau. Guck mal. Na, so. Jetzt aber. Geht nicht, ne? Ah. Geht doch. Ach.
Ron? Ah, guck mal. Mister Trink, ich Absinth. Gott, schau dich doch an. Tja, Lea. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich gehe ins Bett. Nee, ich will das erstmal sehen. Moment mal, ich will... Wieso ist das schon Kapitel 6? Ich wollte mir das, die anderen Gänge noch angucken. Ach nö. Hm, 29. Ich wollte mir die anderen Gänge angucken. Der säuft ja immer noch. Oder wieder? Don. Adrian. Bist du in Ordnung, Liebling? Ja. Yeah. Hab mich nur zu lange mit Jim Beam unterhalten. Das ist alles. Don, lass uns gehen. Bitte. Wir müssen raus hier. Schau, was dieser Ort aus dir macht. Gehen? Gehen? Hier ist unser Zuhause, Adrian. Wir können nicht gehen. Niemals! Was ist das? Spaß! Nein! Wo ist das Telefon hin hier? Was wollen Sie? Das verdammte Telefon ist mir egal. Ah! Ha. In Ordnung, erlege das und verschwinde. Aber schnell. Langharsche Bombleger, du. Ja, aber wo ist das Telefon? Und da hat der Don hat die Katze. Und wir dachten Cyrus. Dieser Hurensohn. Wow. Verbrennt sie das jetzt? So ein Erinnerungsstück. Okay. Ich versuch mal in der nächsten Folge, dass wir uns den anderen Raum dann noch angucken. Da gingen ja drei Wege ab, ja. Wir sollten vielleicht noch alle drei Wege mal gehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Firefox.